Servus Freunde, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Channel. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier was Neues und hier seht ihr mein Mauspad mit meiner Maus. Ich bin momentan noch in Quarantäne. Vielleicht höre ich mich deswegen noch ein bisschen komisch an, weil ich Corona habe. Ja, warum mache ich das Video und was ist es überhaupt? Wir wollen heute was unboxen, denn ich habe was gekauft. Denn ich habe mir Audio-Equipment bestellt, neues. Und ich würde sagen, wir fangen mit diesem Ding hier erstmal an. Boots. Ja, das passt doch, das sieht man doch gut genug. Es ist nicht die beste Kameraperspektive, weil ich kein Stativ und kein Equipment für sowas habe. Aber ich habe jetzt einfach die Webcam so ein bisschen vom Monitor nach unten gezeigt und es funktioniert. Weil ich habe noch nie sowas gemacht, aber wir machen jetzt hier einfach mal das hier auf. Oh mein Gott, ja, okay. Okay, das geht viel zu schwer. Okay, ja, das war laut und schwer und die Tonspur ist gruselig. Aber auf jeden Fall muss ich kurz hier reingucken, ob da irgendwas steht. Da steht nichts. Friends, wir machen das ja auf. Das ist alles viel zu laut. Da ist ein Zettel, den muss man nicht sehen. Den muss man auch nicht sehen. Nein, den muss man das hier sehen. Nö. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, da ist das gute Ding. Diese neuen. Meine ersten, gefühlt, richtigen Kopfhörer. Viel zu viel Karton, hier sieht man's. Von Beyer Dynamic, die neuen Kopfhörer. Was für neue Kopfhörer? Die gibt's schon länger. Aber meine neuen Kopfhörer, und zwar die DT770, da steht's Pro. The Studio Legend. Die geschlossenen Kopfhörer von der Version, da gibt's ja ein halb offen und geschlossen und offen. Und die 770 sind eben geschlossen. Ja, ich habe gute Sachen darüber gehört. Ich habe noch nie wirklich Kopfhörer gehabt. Das sind meine ersten richtigen. Ich habe gedacht, ja okay, mach mal. Und 80 Ohm Widerstand des Ding. Ich glaube vorweg, ich kenne mich nicht wirklich aus mit Audiozeug. Ich habe das nur auf Empfehlungen gekauft. Wir wollen das hier auspacken. Dazu machen wir das hier auf. Und dann kann ich hier schon das gute Stück rausziehen. Und holy shit, sind die groß. Was haben wir hier? Amiron Wireless. High-End Tesla Bluetooth. Headphones with Sound Personalization. Ah ja. Hier, darum geht's. Die Kopfhörer. Your Biodynamic. Das ist richtig, ja. Mit Kabel. So, oh mein Gott, wie sich das anfühlt. Alter. Ich habe nur so Billig-Kopfhörer mal gehabt. Da ist das ja nichts. Gegen. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich das Kabel in so einer blöden Folie. Das krieg ich da doch nie weg. 2000 Jahre später. So, haben wir dich befreit. Was ist das eigentlich? Sieht nur aus wie ein Tuch, aber wofür? Ne, warte mal, eigentlich ist das so ein Case dabei gewesen. Zum Reinpacken. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich glaube, das zählt als Case. Ist das ein Case? So eine Tasche? Keine Ahnung, glaube ich, aber schon. So, beste Schere. EU Süd, die habe ich seit 20.000 Jahren. Okay, hier ist das gute Stück. Die Kopfhörer. Ja, und die haben auf jeden Fall hier so Fell. So schön, richtig weich. Und ja, das Ding hat echt so einen riesen Anschluss. Und das Ding, also so einen riesen fetten Klinkenanschluss, das geht nicht einfach in den PC rein. Also ist es gut, dass ich das andere, was auch noch ausgepackt wird, mitgekauft habe. Hoffentlich habe ich es dann richtig gekauft, sonst müsste ich es zurückschicken. Das wäre blöd. Ja, mal ganz kurz am Kopf testen hier. Okay, Friends. Okay, das sind meine allerersten Kopfhörer gefühlt. Und ich höre mich fast kaum. Das geht sogar über die Cap drüber. Aber es fühlt sich... Echt? Da fühlt man sich wohl. Holy shit. Ich habe immer zu kleine Kopfhörer gehabt oder welche, wo immer auf die Ohren drücken, aber das drückt gar nicht aufs Ohr. Das hat genug Platz. Und den Sound habe ich dann nachher gespannt, aber okay. Erstes Aufsetzen, sehr krank. Aber um diese Dinger benutzen zu können, braucht natürlich auch noch was. Damit man dieses fette Riesending, mein Finger, das ist... noch nie so einen riesen Klinkenanschluss gesehen. Denn das ist in diesem anderen Riesenpaket. Das wird jetzt noch größer. So. Amazon. Ich mach das hier oben jetzt auf. Genau. Und ja, ihr seht's schon leicht. Ihr seht's schon leicht, Friends. Wir haben hier ein neues Audio-Setup. Denn da ist direkt ein NT1A. Was ist denn das für ein... Ach du Scheiße, ist der Karton groß. Und das Mini-Ding, das hat 100 Euro gekostet und ist das andere dafür. Einmal, ich muss das jetzt hier mal kurz wegpacken hier. Und du. Wunderbar. So, Schere, die sieht immer weird aus. Ich will die eigentlich gar nicht hier groß haben, aber okay. Da ist direkt kaputt. Aber okay, Friends, wir haben hier das Rode NT1A. Und hier, das hat nichts damit zu tun, das habe ich aber dazu gekauft. Das braucht man nämlich. Ein Scarlett Solo von Focusrite. Ich würde sagen, wir packen das Beste zum Schluss auf. Auf Spannung, glaube ich.
und können jetzt hier einfach mal irgendwie tryharden, den Taser wegzumachen. So, Friends, hier gibt es jetzt eine kleine Öffnung. Bisschen weird, dass es in so einem Karton kommt. Das ist so ein Mini-Ding. Das ist so ein 100 Euro. 100 Euro, meine Hand. Kann ich hier irgendwie Xbox oder kann ich zeigen? Digga! Ich wusste nicht, dass das Ding so klein ist, aber okay. Scarlett Solo 3rd Generation 2-in-2-out USB Audio Interface. Genau, ich habe ein Audio Interface dafür gekauft. Und da soll man dann auch die Kopfhörer mit benutzen können und nicht nur das Mikrofon. Ach du Scheiße, das ist ja noch klein. Das ist so groß wie ein Handy. Das ist so groß wie ein fucking Handy. Mein Handy ist größer. Mein Handy ist größer. Da ist noch ein Kabel. So ein Mini-Ding. So sieht es aus. Fokussiert eh nicht oder ist eh nur ganz klein. Oh mein Gott, das fokussiert sogar und ich glaube, hier sollte dann der Kopfhöreranschluss sein. So ein Mini-Ding. Oh, ich bin voll über. Ja, oh mein Gott. Das passt echt überall hin. Packen das da drüber. Ich habe keine Ahnung, wie das zugepackt wurde. Ah, es war ein Taser, jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir das hier rausholen. Und da ist schon ein komisches Ding drin. Das braucht kein Sau mehr. Hier ist das Ding. Hier ist noch ein Taser. Wie das jetzt spiegelt, da ist die Webcam. Da ist auch eine Folie. Wie so eine Soundanlage. Und das sieht gut aus für meine Kopfhörer. Gleich mal hier testen. Habe ich einen Scheiß gekauft oder nicht? Ja, wunderbar, passt das da rein. Ich habe noch nie so einen riesen Klinkenanschluss gesehen. Pauli. Und hier haben wir noch ein Kabel für das Ganze. Ich kann das einfach rausholen. Wieso mache ich das auf? Bin ich dumm? Ja. Hier haben wir noch ein USB-B-Kabel, glaube ich. USB-B. Nee, das ist USB-C. Ach so, ich habe ein Video gesehen, wo es USB-B ist. Okay, es ist USB-C, stimmt. Das kommt dann in den PC. Alles klärchen. Aber das Kabel ist ja mini. Aber schon ein USB-C-Kabel, das kann man sogar fürs Handy benutzen. Aber das könnte ein Problem werden bis zum PC. Okay, das müssen wir aber nachher schauen. Aber jetzt, Friends, muss ich das Licht wegmachen. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Dem Rode NT1A, was irgendwie jeder hatte. Und ich es jetzt habe und es schon immer wollte. Und ihm endlich gönnen konnte. Und da sieht man auch, da ist so eine, das Rode, die Spinne mit Popschutz, das XLR-Kabel und das Case. Ich will es auspacken. Pass mal auf. Mach hier den Taser weg. Ich weiß nicht, wie das eingepackt ist. Ah, es ist zum Rausziehen jetzt. Rausziehen. Die Folie. Okay, das ist jetzt wabbelig und schwabbelig. Wie Schwabbel aus Gravity Falls. Dann sieht das hier so aus. Dann kann man das hier hochklappen. Das ist eine Box. Nein, doch. So. Und dann sind hier zwei Inhalte. Einmal das da. Und nochmal das da. Warum? Weiß ich nicht. Das ist das Mikrofon. Oder die Spinne. Und hier ist noch was. Und du kommst jetzt weg. In dieser Box sind drei Sachen. Ich schätze auch einfach mal, dass hier, ja, hier steht Rode Cable 6 Meter. Ach du Scheiße. Rode Mic, das ist das gute Stück. Das Mikrofon, wo jetzt das Owner CD noch jetzt bis jetzt war. Und die SM6 Spinne mit Popschutz. Ich finde sogar, dass ein Popschutz dabei ist. Mein Popschutz kann nämlich weg. Das ist sehr viel angenehmer. Was steht da? Multi-Mic-kompatibel. Das glaube ich, ja. Ah, guck mal, ich glaube, so ist die Position besser. Das sieht man schon. Ach du Scheiße. Der Popschutz ist ja kleiner als mein jetziger. Der ist auch lose. Aber sehr viel cooler als dieses komische Ding mit Kabel, was ich hier habe. Ding ist, der Popschutz, der jetzt noch da dran ist, der hat vielleicht 10 Euro gekostet. Aber wie mini das ist. Kann ich dir irgendwie einen Vergleich zeigen? Ja, man kann das so verstellen und man kann natürlich drehen. Und endlich mal wieder gescheit festmachen, weil meiner ist schon lange, kann man schon lange nicht mehr festmachen, gescheit. Und die Riesenspinne. Ne, doch, die ist riesen. Die ist riesengroß im Gegensatz zu meiner jetzigen. Popschutz ist kleiner geworden, Spinne ist größer geworden. So, wenn man das hier so macht. What? What the fuck? Popschutz, kann man das hier? Kann man das hier schrauben? Die haben das ja immer so hochkant gemacht und dann zack, zack, zack. Oh mein Gott, man kann das drehen, ohne dass man den Popschutz bewegen muss. Das ist sehr sympathisch. So, und dann das noch festdrehen. Und dann haben wir das. Moin, Friends, was geht? Und jetzt ist wie gut. Ja, genau. Dann holen wir noch das Kabel zuerst raus. Das Kabel, das wiegt viel zu viel. Das wiegt aber schon. Was ist das?
Na, hallo, fokussiert bitte, hallo. Ein riesen fettes Kabel. Junge, das ist auf jeden Fall 6 Meter, Junge, wie soll ich das hier verlegen? Okay, es ist eine fette Umstellung zu meinem jetzigen. Ist okay. Und jetzt das Herz des Ganzen. Das Mikrofon mit diesem Schutzbeutel. Und hier ist es. Komm her, zu Papa, komm her. Einmal. Und da bist du. Hier sieht's aus, das wollt ihr nicht wissen. Das sieht man sogar schon leicht. 1000 Pakete. So, hier haben wir wieder essbares, nicht essbares Zeug. Und hier das rote NT1A steht da unten auch. Und das fühlt sich jetzt schon sehr viel geiler an. Und nochmal zum Vergleich. Du wirst jetzt abgelöst. Sorry, wir haben 6 Jahre miteinander verbracht, aber jetzt ist dein großer Bruder hier dran. Mit dem Riesenanschluss. Wieso ist der Stift weiter außen? Muss das so sein? Mama, warum sieht das so komisch aus? Ein Stift ist weiter außen als die anderen. Kurz testen. Ich schwöre, wenn jetzt irgendwas kaputt ist. Ah ne, geht ganz normal rein. Insane. Aber okay, jetzt hat man hier das ganze neue Audiozeug. Und jetzt darf ich das erstmal alles aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie übersteuert bin oder so. Auf jeden Fall spreche ich jetzt hier in dieses Rode und es war jetzt eine Arbeit, das ja so hinzukriegen. Mein Arm ist schon älter und hat nicht viel gekostet und rostet ein bisschen und ja, das hebt nicht so gut. Das könnte ein bisschen noch ein Problem werden, vielleicht muss ich irgendwann doch einen Arm kaufen, weil ich habe den jetzt nicht gekauft, weil ich den alten benutzen wollte. Aber okay, das Mikrofon tut, ich musste jetzt erstmal dieses Focusrite, dieses Audio-Interface installieren mit einer Software. Und ich muss mich natürlich jetzt erstmal noch einfinden mit dem Übersteuerzeug und so. Und auf jeden Fall, immer wenn ich rede, leuchtet das, das ist auch funny. Und jetzt müssen wir noch die Kopfhörer testen. So, okay, ich mach Spotify kurz. Okay, ich kann es auf jeden Fall lauter machen. Okay, jetzt heule ich gleich, weil der Soundtrack so wild ist. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Okay. Es tut. Es funktioniert damit. Und es hört sich auch sehr krass an. Auf jeden Fall, es tut alles. Und ich hoffe, diese ganze Aufnahme hat auch getan. Also es hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, eben mit dem Mikrofon zusammenbauen. Mit einem richtigen, gescheiten Rodearm funktioniert es aber locker easy. Und ich hatte den Popschuss falsch angeschlossen. Habe ich schon im Nachhinein gemerkt. Aber es tut es das erste Mal. Jetzt muss ich es ja alles schon mal richtig verkabeln. Und es tut alles. Ich habe richtig Bock, Friends. Das haben wir ein neues Audio-Setup. Und jetzt kann es weiter richtig losgehen mit neuen Videos, hoffentlich. Und auch mit diesen geilen Kopfhörern Musik hören. Auch richtig Bock. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Link zu dem ganzen Zeug ist auf meiner Beschreibung. Das ist aber auch keine Produktplatzierung oder sowas. Und ja, ich teste damit jetzt noch ein bisschen rum. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Hau rein. Noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Noch einen schönen Tag. Der T-Gamer und bye.